Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Do It Yourself Inspiration und zu einem neuen Form Clay und Silk Clay Video. Und in diesem Video gibt es passend dazu die Deko. Und ich mache das Ganze einmal auf. Das sind nämlich so kleine Schlüsselanhänger, die man mit Silk Clay und Form Clay dekorieren kann. Die sind so wie kleine Kuscheltiere fast, aus Stoff und weiß ummantelt, so ein bisschen weich. Und hier oben ist eben das Verbindungsstück zum Schlüssel dran. Das lässt sich hier öffnen und dann auch wieder schließen. Mit so einer kleinen Kette ist das befestigt. Fünf verschiedene. Hier einmal wie so ein kleines Monsterchen, sage ich mal. Hier mit Hasenohren. Dann, uiuiui, das scheint mir hier der Schwanz zu sein. Erinnert mich so ein bisschen an so einen T-Rex mit einem sehr langen Schwanz, der hier oben hochsteht. Und noch ein dünnes Häschen, sage ich einfach mal. Also es sind alles so Fantasiefiguren. Und hier sind auch so kleine Gestaltungsbeispiele dabei. Ich hatte euch das schon mal in meinem Haul-Video dazu gezeigt. Hier ist auch dieses, was ich gerade sagte, so ein bisschen aussieht wie ein T-Rex. Und ja, ich werde einfach mal zwei davon gestalten und die restlichen seht ihr bestimmt noch in weiteren Videos hier und auch bei Do-It-Yourself Inspiration Kids Club. Nina und Kati werden davon auch noch welche machen bestimmt. Und ja, welche nehme ich denn mal? Ich nehme einmal hier diesen T-Rex und dieses kleine Monsterchen und die anderen lege ich einmal zur Seite. Ich habe hier dazu passend noch ein paar Augen, die werde ich auch mit einarbeiten. Ich starte hier mit dem Monsterchen mit dem großen Kopf und den beiden kleinen Hörnern. Ich habe mir hier die Neonfarben rausgesucht und ich starte einfach mal mit dem Körper und nehme dafür ein bisschen Lila. Bin mal gespannt, wie gut das Ganze hält. Ja. Oh, es hält ganz hervorragend. Man muss nur gucken, dass die Stärke stimmt, dass es nicht zu dick drauf ist und man die Formen noch gut erkennt. Aber ihr seht, das hält ganz, ganz schnell. Also ich mache den Körper einmal so ein bisschen lila. Und ich versuche das mal, dass ich hier die Hände und Füße noch in einer anderen Farbe hinbekomme. Ich schiebe das mal so um den Körper herum und dann wirklich so, dass nur der Körper bedeckt ist. Mein kleines Monster ist hier jetzt komplett in Wolkenschleim eingehüllt. Hier unten lila, dann hier die Füße und Hände in pink. Ein paar pinke Punkte, hier ein paar grüne Punkte. Die Hörner hier oben sind auch grün geworden. Und jetzt fehlen natürlich nur noch die Augen. Und dafür habe ich hier diese kleinen Kulleräuglein. Die hatte ich euch ja vorhin schon gezeigt. Und ja, das hier sind so in verschiedenen Größen die Augen. Und ich setze die auch in verschiedenen Größen ein. Also das wird richtig lustig, das Monster.
Ich versuche, den Wolkenschleim möglichst drumherum zu schieben, dass es wirklich gut hält. Dass der Wolkenschleim die Augen so ein bisschen einfasst und dann drunterherum trocknet. Hier habe ich noch ein kleineres. Und noch ein drittes. Na, das will nicht richtig halten gerade. So sieht mein Monster jetzt aus. Und dann mache ich jetzt mit dem anderen weiter. Da werde ich jetzt den Silk Clay drumherum geben. Der lässt sich hier sogar noch besser drauf verteilen als der Wolkenschleim. Ich bin einfach mal mit Blau angefangen am Kopf und er schmiegt sich wirklich perfekt herum. So, mein kleines Monster aus Silk Clay ist dann auch fertig. Ich habe gerade noch versucht, die Augen hier hineinzudrücken, aber das hält absolut nicht. Und ich werde die beiden nachher noch mit Sekundenkleber aufkleben, wenn die Figur wirklich komplett getrocknet ist. Einmal hinten, einmal vorne. Hier habe ich zwei Augen in der gleichen Größe. Und mein kleines Monster hat hier zusätzlich noch so eine Zackenkrone bekommen und ein spitzes Näschen hier. Und ja, ich muss sagen, es ging mit dem Wolkenschleim besser. Es ist
glatter geworden. Hier ist es wirklich schwierig, jede Falte rauszubekommen, weil man in der Seidenknete wirklich alles sieht. Und ich habe es dann hier noch ein bisschen kaschiert mit ein bisschen Pink, so ein bisschen rumgeschlängelt. Hier oben hat es sich dann ein bisschen vermischt, aber ich finde, das sieht ganz süß aus. Und dann mit dem Stachelkranz hier oben gefällt mir dieser eigentlich auch wirklich super gut. Und ja, vielleicht habt ihr Lust, mir in die Kommentare zu schreiben, welchen von den beiden ihr am niedlichsten findet. Diese beiden müssen natürlich noch einmal komplett austrocknen, bevor sie dann wirklich an Schlüssel kommen. Das wird noch so circa 2 bis 3 Tage dauern. Bei diesem hier 3 Tage, bei dem hier 2 Tage. Und ja, dann bekommt er noch seine Augen und ist dann auch komplett fertig. Ja, wie gesagt, schreibt mir unten in die Kommentare, welcher euch besser gefällt. Der mit den Neonfarben und den Stacheln oder der mit den 3 Augen und... Naja, das sind Pastellfarben, das hier sind Neonfarben. Also der pastellfarbene oder der neonfarbene mit den 3 Augen. Und natürlich hoffe ich, euch hat das ganze Video gut gefallen. Und wenn es so ist, lasst mir doch einen Daumen nach oben da, da freue ich mich natürlich immer. Wenn ihr sonst noch Fragen, Anregungen, irgendwelche Wünsche habt, schreibt es uns unten in die Kommentare. Und bis zum nächsten Mal bei Do-It-Yourself-Inspiration. Tschüss!